Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Es ist mal wieder Zeit für einen Wochenendvlog, weil wir haben ja gesagt, das machen wir ja weiterhin. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Oh, schön, habe ich dir die Sachen geklaut. Ist nicht schlimm. Kannst du was anderes noch sagen? Ja, wir haben hier das Camp aufgebaut. Ich zeig mal ganz kurz. Ich würde mal sagen, genug Markisen sind da. Heute soll es noch ein bisschen regnen, aber morgen, naja, müssen wir mal gucken. Aber es sah erstmal ganz gut aus. Genau. Und dann fangen wir eigentlich an mit diesem Video. Nach dem Intro. Sag mir Quando, Quando, Quando. Gibt da noch so ein paar Nachzügler, die da hinten noch ihre Markise aufbauen müssen? Mal zeigen wir mal. Ja. Naja, genau. Also, es gibt halt immer mal wieder. Aber es sind alle, wieso? Problemchen. Alles noch da. Schwund ist überall, sagt man gerade. Ja, okay, das stimmt. Das ist richtig. Ja. Ich würde auch behaupten, heute Abend wird Schwund in den Gläsern sein. Ja. Irgendwann. Ja, wir haben da ja schon mal angefangen. Eine Flasche ist leider schon leer. Das war so eine Sektflasche. Und eine Dose ist schon leer, ne? Ja. Das wird noch mehr. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn dann alles aufgebaut ist, weil dann gibt es was zum Futtern. Mm. Wir haben nämlich tierisch Hunger. Ich habe gerade noch Brot gemacht, dass wir zum Grillen auch was Leckeres haben. Also noch mal ein frisches Brot haben sozusagen. Ja. So. Schauen wir mal. Wir zeigen jetzt ein paar Szenen wie immer und mal schauen, was der Abend so bringt. Also das seht ihr gerade nicht. Nick bringt gerade den Bierkasten rauf. Ah, schon ist er weg, ne? Ja, Nick. Immer gleich alles weg. Benediktiner gibt's hier. Hm? Für uns gibt's Cider. Setcher. Setchers. Setchers? Setchers. Setchers. Hast du recht. Und ein dänischer. Wie war das? Summersby. Summersby. So, machen wir jetzt noch mehr Werbung für irgendwelche Produkte? Das ist das, was wir gerade trinken. Egal, wir werden jetzt erstmal Essen machen. Los geht's. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall. With you who don't wanna try to make up dreams. Just to be seen. Es ist fertig. Gegrillt haben wir da unten. Und ja, für einige weitere haben wir da natürlich auch was Leckeres kredenzt. In gebührendem Abstand. Hallo. In gebührendem Abstand. Ja, hier hat jeder seinen Abstand. Nee, liegt einfach daran, es hat geregnet und wir mussten uns unter unsere Markisen verziehen. Das stimmt ja gar nicht. In Wirklichkeit haben wir das Jahr 2020 und das ist der 1,5 Meter Corona-Abstand. Ach so. Da, wie, Corona ist zurück? Oh. Bestimmt hat irgendeiner hier auf dem Platz Corona bei. Oh, vielleicht, wer weiß. Corona extra. Ach so, dieses Bier. Das Bier. Ja, also hier ist auf jeden Fall genug Getränke sind da. Wir lassen uns jetzt schmecken mit selbstgebackenem Brot und leckerem Grillwürstchen. Also mal nicht so ein typisches Freitagsessen mit, wie heißt es, Bockwurst oder Wienerwürstchen. Wienerwürstchen. Sondern mal wirklich ein gegrilltes, leckeres Würstchen. Du kannst gerne noch weiter labern, ich esse jetzt. Ja, Mahlzeit. Bist du zum Campen gekommen, wenn deine Eltern nicht mehr? Fire breath in open sky. It's not what we know. It's where we go. I grow wings and tell her goodbye. It's not what we see. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es 8.24 Uhr. Wir sind und bleiben keine Langschläfer. Nö. Ich mache schon Rührei. Jörg sitzt auch schon draußen. Brötchen aber auch schon. Und jetzt werden wir gleich schön frühstücken. Jörg und wir. Genau, weil der Rest, naja, er schläft noch. 50% ist halt Schwund mit zu rechnen. Ja, alles gut. Aber die brauchen das halt. Sie sind ja in einem knackigen Alter. Kernigen Alter. Knackigen. Kurz vor der Rente, habe ich gehört.
Ja. Und dementsprechend werden wir es ganz gechillt ankommen. Das Coole hier in Wienhausen, einmal zurück den Weg und dann... Ja, ist nicht weit, ne? Bäcker, wir haben Brötchen nämlich geholt für alle. Genau, Fleischer hast du da, der Bäcker sogar sonntags auf. Also, was will man mehr, ne? Also, alles hier ganz cool. Und jetzt aber erstmal lecker Frühstück und dann werden wir mal ganz gechillt in den Tag starten. Ganz in Ruhe. So, nachdem wir lecker gefrühstückt haben. Und ich habe den Braten schon fertig gemacht? Das stimmt doch gar nicht. Du hast ihn nicht fertig gemacht. Der macht sich selber noch fertig. Ja, naja, gut. Ich habe den mariniert und so weiter, habe ihn angebraten und jetzt blubbert er vor sich hin. Blubbert. Ganz schön viel. Ja. Es geht da der Deckel ist noch nicht mal drauf. Im Whirlpool. Der Deckel geht noch nicht mal drauf. Ja, na doch, der geht schon drauf, aber damit das nicht alles daneben rutscht, ich zeig's mal ganz kurz. So, hier. Lecker, lecker. Sind gute 2 Kilo, bisschen mehr, passt. Haben wir gut was zu essen. Wir werden ja auch hungrige Mäuler hier sättigen müssen. Also das war gewünscht, also den Wünschen kommen wir doch nach. Naja, nicht allen. Das sagt er bitte nicht so, wer weiß, was dann als nächstes als Wünsche kommt. Das ja, kann ja. man ja nicht... Alle, ja, alle Wünsche. Wir reduzieren das auf jeden Fall nochmal. Ja, 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 sonst wird hier auf jeden Fall stark gebastelt. Man ist ja hier im extremen... VW-lastig unterwegs. Genau, wir haben auch schon und gebastelt. Da muss man, und das sind ja alles Neufahrzeuge, also alle neu. Die sind nur am Basteln. Naja gut, wie das halt immer so ist, ne? Wenn du ein neues Auto hast, dann hast du da noch ein paar kleine Optimierungen und da noch und so weiter. Das haben wir ja auch gehabt. Außerdem habe ich auch gebastelt, denn ich habe den Stuhl repariert. Da war hier so eine Strebe. Du hattest ein paar Schrauben locker. Ja genau, die Schrauben waren irgendwie weg. Und was habe ich noch gemacht? Im Moment laden die Roller, ne? Ja, du machst eigentlich die ganze Zeit irgendwas. Und damit das hier nicht so faul aussieht, fange ich an, mal Daten zu sichern. Genau. Bevor es dann zur Paddeltour losgeht. Ja, irgendwann heute im Laufe des Tages. Ja, so gegen 12 wahrscheinlich. Schauen wir mal. Bring me back around, make me go through it, only to burn me to the ground. Is it that easy, saying my name to hear the sound? Never release me, it's kept in a box marked lost and found. One of these days I think I'm gonna turn it upside down. That's how. So, unsere Tour ist schon voll im Gange. Ja, wir haben schon ein Stückchen geschafft, ne Marcel? Ja, also du und Jörg haben, ihr paddelt, ja? Ja, also wir sind jetzt mit der Bootstour etwas geschrumpft, hätte ich beinahe gesagt. Wir sind nur 3 Leute und die anderen 3 machen eine schöne Radtour, wenn wir das richtig verstanden haben. Ja, so hat sich das angehört. Achso, geht ja so nicht. Bisschen Technik hier machen. Ach, das erste Wehr, sagt man gerade, ist in Sicht. Wir sehen es noch nicht, da kommt erst die Kurve, aber gleich sind wir ja rum und dann, ich glaube, da hinten der Turm, ne? Ja, der Turm gehört nicht dazu, aber in der Höhe des Turmes war ist auch das Wehr. Ah ja, genau. Also von daher, wir haben 3 Wehre vor uns. Am dritten Wehr müssen wir raus. Nein, wir müssen bei jedem Wehr raus. Ja, richtig, aber am dritten Wehr müssen wir raus und da werden wir die Aller verlassen und werden dann auf den Mühlengraben umwechseln, wo wir denken, dass wir mehr Strömung drauf haben. Das werden wir dann sehen, ne? Ja. Das hoffe ich natürlich, dass da schön Strömung ist. Wir fahren mit der Strömung, genau. Jetzt gerade gegen der Strömung, aber es geht. Also ja, so viel Strömung ist es nicht. Und weil Wind von hinten ist. Genau, Wind von hinten, ganz gut. Unterstützt immer mal wieder, merkst du wirklich. Ist gut. Also und können wir sagen, weil, wie ihr ja seht, also sind alles dieselben Bötchen, alle von Itwit. Ja, Decathlon von Itwit. Itwit, so heißt das, die gibt's Firma. Gibt es auf jeden Fall demnächst ein Video davon. Ist alles selbst bezahlt, deshalb können wir da richtig abledern. Ah ne, das ist Gummi, ne? Ja, ist Gummi. Also abgummi. Abgummi, das hört sich geil an. Und ja, wir werden euch jetzt noch schöne Bilder einblenden. Diesmal werden wir keine Kuchenzeit machen, weil Kuchen ist am Stellplatz. Ja, es sei denn, die Jungs kommen da und bringen uns irgendwie lecker Eis oder sowas. Aber die werden uns weder Eis noch Kuchen mitbringen. Ich glaube, die werden gar nicht da sein, aber genau. Ja, schauen wir mal.
Ja. Kuchen ist in den Wohnmobilen, sagt Jörg gerade. Okay, ja, dann müssen wir schnell zu den Wohnmobilen. Tomorrow, we're gonna see it's your mistake. I know it's hollow, but it's a chance I need to take. Maybe you'll notice, ooh, maybe you'll hear it in my voice. Baby, when I sing it out, you won't have a choice. One of these days I'm not just gonna sing it to myself. That's how it goes. When you're running for a love that's bad, that's all I get. It's just the sweetest thing I've ever had. I can't regret, even though I may be sad, 'cause you're the sweetest thing I've ever had. Ooh. That's alright. Oh, 'cause whatever way I try, I've never been this blind. That's how it goes. When you're running for a love that's bad, that's all I get. Just the sweetest thing I never had. I can't regret, even though I may be sad. Wir haben umgesetzt, sind von der Aller rüber in den Wienhauser Mühlengraben. Idyllisch hier, ne? Sehr idyllisch, das was ihr jetzt schon ein bisschen seht. Ja, die Fahrradgang, Fahrradklicke Sonnenschein ist auch pünktlich angekommen, man glaubt es gar nicht, als wenn wir abgesprochen hätten. Ja, wir haben sie tatsächlich getroffen. Ne? Ja, und wenn ihr das mal wirklich erleben wollt, also richtig dieses coole, hier diesen Mühlengraben, empfehlen wir euch mal nach Wienhausen oder halt nach Langlingen zu kommen. Da gibt es Stellplätze, Campingplätze, das macht Sinn. So, und jetzt zeigen wir euch wieder irgendwelche Szenen, die die Kamera ja aufnimmt. Und mal schauen, wie viele Mücken wir so auf drauf kriegen. Thank you.
So. Zurück im Lager. Genau, das Boot liegt da. Naja, zur Hälfte habe ich schon was, ich sag mal, auseinandergenommen. Das heißt, das Innere, diese innere Plattform sozusagen, die habe ich schon rausgenommen. Naja. Ja. Kann man aber nicht meckern, dass man sagen kann, 11,8 Kilometer ist die Rundtour. Das ist schon ganz ordentlich. Und wenn alles gut geht, werde ich sie euch am Ende oder zwischenzeitlich mal einblenden. Ja. Ja, wir machen uns jetzt einen gemütlichen. Zumindest genau. Versuchen wir sowas in der Art. Wird es erstmal kurz noch ein bisschen, wie heißt es, Kuchen geben? Genau. Aber jeder ist hier am Tüfteln auf jeden Fall. Zeit. Ja. Sich wieder hinzusetzen und zu entspannen. Ne? Das machen wir jetzt. Nicht, dass ich das die letzten 4 Stunden gemacht hätte, aber... Du, aber ich nicht. Ja, du nicht. Nee. Waren wir 4 Stunden unterwegs? Ah ja, stimmt. In ja. 2 Minuten sind 4 Stunden rum. Ja, richtig. Also knapp 4 Stunden. Ja. Naja gut, das dauert halt seine Zeit. Ja. Na sie? Na sie? So, hier wird jetzt wieder richtig geleistet. Unser Eins macht nur was in die Kamera. Da wird sowas Art wie Soße gemacht. Seht ihr jetzt nicht, weil müsst ihr auch nicht alles sehen. Und in die Richtung sind die fleißigen Herren, die Grünzeug und Gelbzeug irgendwie fertig machen. Ich bin nicht freiwillig hier. Monika, Ruhe. So, auf jeden Fall werden wir das jetzt genießen hier. Es wird ein schönes... Wird auf jeden Fall ein schöner Abend. Wir werden euch jetzt Stück für Stück Bilder einblenden, was es alles so zum Essen geben wird. Weil es wird regelrecht menülastig. Gesoffen haben sie ja schon, also Aperitif ist schon durch. Und jetzt schauen wir mal, was das wird. Ne? Das machen wir. Never been so ready. Fire breath in open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell worry goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to. Fire breath in open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell worry goodbye. It's not what we see, it's what we choose to be. Guten Morgen. Ja, jetzt Moin, Leute. So, ich wollte gerade sagen, jetzt sieht man den Marcel gar nicht, aber der ist im Hintergrund, ist ja auch noch am Rödeln. Er sucht nämlich noch was im Auto. Nee, ich muss ja an zig Sachen denken. Ja. Wenn ihr mitkommen sollt, ja, dann brauchen wir auch Akku. Das stimmt. Weil ihr seid ganz schön energielastig, muss ich sagen. Ja, das ist halt so. Die Kamera braucht halt Energie. Also die Kamera, ihr braucht Energie. Naja. Wie auch immer, wir haben jetzt die Roller nämlich schon ausgepackt, die anderen haben ihre Fahrräder bereit, genau. Auch neue Fahrräder dabei, also ja, wie die funktionieren und was weiß ich, keine Ahnung, ich glaube, das waren irgendwelche Pegasus oder sowas, ich weiß gar nicht, nee, Cube oder so, ne, oder? Nee, das ist Cube. Ach, Cube hat der Jörg, naja, ich weiß es nicht, die haben auf jeden Fall. Kann sein, dass es vielleicht da irgendwann mal ein Video zu gibt, bei den Bandertainern, da müssen wir mal selber gucken, wir wissen es nicht. Gut, wir haben mal eine Tour, wir wissen noch gar nicht wohin. Wir lassen uns jetzt mal spontan überraschen und mal gucken, ob unsere Roller auch funktionieren, weil das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Überraschung. Aber sonst, was haben wir zu dem Platz? Eigentlich schön ruhig hier. Wenn gewisse Hunde nicht da sind, ist es sehr ruhig. Scuddy macht hier immer Alarm, wenn irgendein kleiner Hund vorbeiläuft oder größerer. Ist halt ihr Revier, ne? Hier läuft auch ein Mensch an. Ja, stimmt, bei Menschen auch. So. Oder wenn nix sie anfasst, dann quält es auch. Schau mal, was wir erleben. Wir nehmen euch mit. Oh, das ist ein Plan. Mm-hmm.
jetzt mal sage und schreibe, knapp 16 Kilometer. Ja, war jetzt nicht so viel, aber ja, ging. Im Endeffekt am Kloster Wienhausen zu landen. Ich weiß gar nicht, ich dachte, es wäre nicht so weit weg gewesen, kilometermäßig, aber scheinbar ist das Ding 16 Kilometer entfernt von diesem Stellplatz. Vielleicht solltet ihr eine andere App nutzen, die euch das besser zeigt. Und wolltest du jetzt irgendwas noch verletzt? Nee, ich wollte nur, dass wir da jetzt nicht im Wege stehen, also, weil das Fahrrad nämlich noch angekettet wird. Da ist auch noch Licht an. Ja, jetzt kommt, jetzt gehen wir wieder auf der Straße. Kommt ja, na, dann gehen wir auf die andere Seite rüber. So. So, bewegen wir uns einfach mal. Jo, jetzt lassen wir uns mal überraschen, was dieses Klösterchen so kann. Ich erwarte mindestens einen Mönch, sonst bin ich enttäuscht. Ein Mönch, na mal sehen. Ich glaube nicht, dass man hier Mönche sieht, aber es sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Eine Nonne, aber irgendwas muss doch hier sein. Wir werden euch da sicherlich ein paar schöne Bilder einfangen können. Machen wir das jetzt? Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Jetzt muss ich erstmal zurück. Was haben wir denn alles gemacht? Du bist gerade in der Luft gewesen. Ja. Wir haben eine tolle Roller-Fahrradtour gemacht. Das war schön. Und eben gerade wurde hier ein verbranntes Brot hergestellt. Aber das war sehr lecker. Das hat nicht nach verbrannt geschmeckt. Und? Ich habe noch Wasser getankt. Das hast du auch noch gemacht. Und jetzt gibt es schon wieder Mittagessen. Abendessen. Ist das Licht dann vom Auto oder scheint da die Sonne drauf? Da scheint die Sonne drauf. Das Brot ist gleich alle übrigens. So, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Wir werden jetzt Abendessen machen. Genau, das machen wir jetzt und dann du melden schnippelst, wir uns. Ich koche. Genau. Eigentlich willst du jetzt nur saufen, deshalb hoffst du, dass ich jetzt erstmal langsam schnippel. Ne? Prost. Du musst das schon wieder zeigen. Und ja, melden tun wir uns dann morgen früh, dann haben wir Montag. Ihr merkt es, ist Sonntag und wir sind immer noch nicht weg. Montag geht es erst für uns zu Ende und dann sagen wir auf jeden Fall Schluss. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen schnibbeln. Genau. So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Just remember where we're going. And remember where we've been. Touching me.
Natürlich. Nicht zu vergessen. Ach ja. Kann man trinken. Ach. Jawohl. Das ist schön. Ja. Sag mir Quando, Quando, Quando. Remind you that it's not, and the world will dance around us. They wanna know what we've got. We can breathe underwater. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es 6.30 Uhr. Auf dem Weg zur Arbeit? Genau, auf dem Weg ins Homeoffice. Ich finde das immer schön. Für dich genau. Genau. Wir haben ein richtig cooles Wochenende hinter uns gehabt. Und das ist das, heute sagen wir, hinter uns gehabt. Nicht so wie sonst immer, ne? So, dass man das Sonntag sagt. Nein, richtig cool. Also das ist eine Sache, das ist cool, dass wir das machen. Ja, auf jeden Fall. Das macht schon Spaß. Mit den Jungs war natürlich ein klasse Wochenende, schöne Kanutour, schöne E-Scooter-Tour. Die Touren haben wir euch eingeblendet, wo was war. Gibt es jetzt nicht bei Komoot, weil, naja, die App, wenn man sie nicht richtig bedient, läuft es auch nicht gut. Läuft es auch überhaupt gar nicht gut. Also die gibt ja keinen Hinweis, dass du es falsch machst. Also, tja. Aber wir selber gucken ja mal, vielleicht können wir was finden, wobei, ich muss sagen, ich finde es sehr teuer, 29,99 und dann hast du das nicht und jenes nicht. Also, naja, muss jeder für sich selbst wissen. Wenn man die Standardfunktion nutzt, kann es auf jeden Fall helfen. Das glaube ich auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, das soll es gewesen sein. Wir fahren jetzt zur Arbeit und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wenn ihr uns gewogen und gesund bleibt. In diesem Sinne, ciao, ciao. Tschüss.